Herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 2.3.2021. Gestern war das Datum natürlich völlig durcheinander. Totaler Blödsinn, aber ja, mei, sowas mache ich halt. Soll so sein. Wer weiß, für was es gut war. Hier, Manifestation vom Heim, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Darf kommen. So, jetzt schauen wir mal, was uns heute am Dienstag erwartet. Welche Energien und was wir dafür oder dagegen tun können. Wir erwarten eine Entwicklung, das ist immer gut. Ja, eine Entwicklung zum Glück, sehr schön. Und Entwicklung hatten wir jetzt schon öfter, dass sich jetzt momentan alles entwickelt. Und den Verlust des Sohnes hatten wir auch schon. Und das heißt nicht, ich verliere mein Kind oder so, sondern der Sohn verliert was oder er zieht aus oder so. Aber Entwicklung zum Glück, da mit verliert man etwas, dass sich das Glück entwickeln kann. Kann mit dem Sohn zu tun haben oder der Sohn verliert hier etwas, dass sich es entwickeln kann oder. Also bei so einer ganz kleinen Legung ist das immer nicht wirklich ersichtbar. Ersichtlich, muss ich sagen. So. Wir entwickeln ein neues Leben. Sehr schön. Der Sohn, aha, okay. Also, der Sohn verliert hier. Das ist auch schön. Aber nicht nur er. Wir verlieren alle Kummer und Schmerz. Aber hier ist der Sohn hervorgezogen. Warum auch immer. Das kann natürlich auch heißen, dass wir in unserer Jugend, Kummer und Schmerz aus unserer Jugend, falls du nicht mehr jugendlich bist, dass wir den verlieren. Also, dass wir Sachen verlieren, die schon lange in uns drin sind. Das ist auch eine Entwicklung. Das Glück, was wir jetzt noch nicht sehen und nicht hören, nicht fühlen, aber schon eigentlich schon da ist, aber wir schauen halt noch nicht hin, weil uns alles Mögliche hier mit Kummer und Schmerz so in Gefangen hält, dass wir dieses Glück, was jetzt eigentlich schon da ist, wir noch gar nicht sehen. Das ist oft so, dass wenn man so einen Tunnelblick hat, besonders auf was Negatives, sieht man das Positive nicht mehr. Und darum ist es auch eine Entwicklung zum Glück fürs neue Leben, obwohl es ja schon da wäre, wir sehen es bloß noch nicht. Und für die meisten ist das eine Kummer- und Schmerzverlust aus der Jugend, aber auch für die Jugend. Also bitte beide sehen. Hoppala, ich habe hier schon wieder rumgedrückt, Entschuldigung. Ja, und der Verlust kommt bald, das heißt, es lässt nicht lange auf sich warten. Heißt natürlich auch, wir müssen da erstmal durchgehen und das auch mal sehen. Das ist nicht immer angenehm, dauert aber nicht so lang. Ich muss ja, schau mal, schön, ich muss ja bloß mal hingucken und sehen, okay, das war scheiße. Jetzt alles loslassen. So, wir haben Unbekannt und wir haben unseren Freund und wir haben Meldungen. Okay, also. Meldungen heißt hier TV-Zeitung, Brief. Das heißt, wir achten auf diese auf Fernseher, auf Zeitung und was weiß ich was. Und diese bringen uns auf diese Ideen, dass wir hier in Verlust gehen dürfen. Vielleicht sagen sie uns auch wieder erwartend, dass wir den Kummer und Schmerz mit dem C-Dings endlich vergessen dürfen. Glaube ich zwar noch nicht, aber vielleicht deuten sie auch bloß darauf hin, dass ich jetzt anfange, da wieder hinzusehen. Oder. Es kann auch irgendeine Werbeüberschrift sein, die dich auf einmal auf irgendeine Idee bringt. Also das kann alles möglich sein. Oder ein Satz, der irgendwo gesagt wird, der dich dann sagt, oh, bei mir war doch das ähnlich, warum und wieso. Und dann komme ich auf den Trichter, das nochmal anzusehen und dann loszulassen. Denn das ist jetzt hier unbekannt, heißt in dem Fall, dieser Kummer und Schmerz war mir bis jetzt unbekannt. Das heißt, ich habe den verdeckt. Ich habe den irgendwo in eine Schublade reingemacht. Und dieses neue Leben und dieses neue Glück war mir bis jetzt auch unbekannt, weil ich es nicht gesehen habe. Aber beides ist dein Freund. Den Kummer und Schmerz ist dein Freund, weil er dich auf irgendetwas hinweist und ich ihn aber dann loslassen darf. Er dann aber auch wirklich weg ist. Bei tiefem Schmerz muss ich das ein paar Mal machen, aber es funktioniert. Dieses Glück ist natürlich mein Freund, ganz klar. Und das kommt bald, ich sehe bald hin, indem ich das hier loslasse. Das ist eine schöne Meldung, eine großartige Meldung, wenn wir ins Glück kommen. Natürlich ist das ein bisschen doof hier, aber es ist wirklich nicht schlimm. Ich muss da bloß noch einmal hinsehen oder dreimal oder fünfmal, je nachdem, wie es halt ist. Und dann kann ich es loslassen und jedes Mal wird es leichter. So, eine sehr schöne Wandlung, gefällt mir gut, aber die ganzen Tagesenergien gehen schon alle in diese Richtung, finde ich schön. Freuen wir uns drauf. Bis morgen. Tschüss.